Nehmen wir so, sollte passen. So, Auslandsangebot. Gucken wir mal, was Staffel 2 Reloaded zu bringen. Da brauche ich muss. Das wird jetzt spannend zu überlegen. Ich habe alle Mods wieder reingepackt, die wir auch vorher hatten. Zumindest vom letzten Stand kann sein, dass ich noch zwei Mods drin hatte, die halt eher soundbelastend waren oder soundmäßig halt unterwegs waren. Das müssen wir dann nochmal irgendwie rausfinden. Kriegen wir filmen wir schon raus. Aber das kann man immer noch nebenbei so machen. Ich wollte nach Preis. Leistungsverhältnis ist doch mit dem Plan. Nochmal, das stimmt dabei aus. Aber das war's. Ach, war das O oder war das G? Ah, scheinbar gibt's keinen. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte hier eigentlich die Dings haben, die. Wie heißt ich das? Nennt sich das noch? Ich wollte die Konsole aktivieren, sicherheitshalber. Man weiß ja nie. Aber, oh Gott, ich glaube, es gibt hier. Nein, es gibt keine Rundumleuchte, alles klar. Dann habe ich da, hätte ich noch vorhin gesucht. Alles in Pacific Daytime, das passt. Ich habe auch wieder die Zeitzonen aktiviert. Das eigentlich finde ich ganz angenehm so. Ja, gut. Ansonsten habe ich eigentlich alles so eingestellt, wie wie wir es vorher hatten. Auch, also, glaube ich. Müsste so sein von den Settings, von den Blinkerkamera war glaube ich auch mittlerweile drin. Ich muss mich daran erinnern, dass die Bremsen deutlich stärker schwächer eingestellt sind als wie in der ersten Tour. Warte, nehme ich schon noch. Sehr schön, mit dem Canvas hat man die Trip Distance. Immer wieder schön zu sehen. Das glaube ich erstmal angewöhnen jetzt. Das ist so wie ein anderes Fahrverhalten von den amerikanischen LKWs. Mir mehr Platz nehmen müssen. Hoppla. Weiß ich dann beim nächsten Mal, dass ich auf alle Fälle mit den wirklichen Spezialtransporten hier definitiv viel mehr Platz brauche. Lerne ich noch. Irgendwann werde ich es hinbekommen. Vorne am einen ist ja schon nicht ganz so wenig. Ich kann mir überlegen, ich glaube in Staffel 3 hatten wir glaube ich einen Cascadia, oder? Kann das sein? Und hier hatten wir einen Mac. Meine schon. Muss ich nochmal gucken. Also ich will das zumindest eh nicht. Also wenn das beim einen so, beim anderen so war, dann versuche ich das halt auch wieder so zu machen, dass es halt unterschiedlich ist, als wenn ich bei beiden jetzt einen Mac Titan nehme oder so. Wie viel Pfund sind es denn eigentlich? 123.000 Pfund.
Wailing Sport. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich der Ort sein, sprich rein ins Dings, ins Depot und dann direkt rechts und dann auf der linken Seite. Bisschen stören, dass ich jetzt immer noch auf dem. Ja gut, eigentlich ist das Monitor Nummer 1, aber es ist so gesehen der zweite Monitor. Weil streng genommen ist es ja sogar der Ersatz für den ersten Monitor. Also. Aber ja, eigentlich auf der verkehrten Seite. Also ich glaube, das fängt jetzt im Gegensatz zu Eurotruck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Die ersten Folge fängt es hier doch schon andersrum an. Fängt länger an, als es dort war. Wobei, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber das ist auch eigentlich irrelevant. Also streng genommen hätte ich, also ich hätte streng genommen auch was wollte ich jetzt sagen? Ich hätte streng genommen auch eine andere Game-Version nehmen können. Also ich habe nach dieser Game-Version, nach Version 1.30.0.2S kam noch jemand das Oregon DLC raus, also das habe ich auch, aber ich dachte mir, wenn schon, dann mache ich das auch wie ich das drüben mit Eurotruck Simulator, Simulator 2 gemacht habe und werde auch hier so verfahren, dass ich halt den Stand nehme, den ich in der, ich sag's jetzt einfach mal, originalen Version oder der ursprünglichen Version hatte, übernehme, anpasse, vergleiche, wie auch immer. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, um Dings aufzumachen, um das zu trinken aufzumachen, weil wir doch erst hier gleich abbiegen müssen. Anderen DLCs, die wir es auch noch geben. Die werden schon immer noch kommen, sprich immer werden wir auf dem aktuellen Stand sein. Und wieder aktuelle Mods reinpacken können, aktualisieren können, Mods und so weiter. Aber bis dato vergnügen wir uns einfach mit, ja, so gesehen einer Kopie oder einem Kopieansatz vom ursprünglichen von der ursprünglichen. Warum wäre das nicht? Es wäre doch weitaus einfacher gewesen, da lang. Vielleicht sollte das Navi nach dem, nicht nach dem Westen, sondern eher nach dem Schnell. Obwohl. Ja,
Frage ist, ob es beim schnellsten halt den anderen Weg genommen wäre. Weil der wäre ja prinzipiell gesehen schneller gewesen. Aber sehr schön, dass es auch schon in dieser Version hier nicht mehr die Ampel gibt. Halt anders als auf Horizon Mario 2, ne? Gut, da sind wir auch hauptsächlich fast nur dann Straßenverkehr gefahren, aber hier haben wir halt auch schon hier die breiten, weiten, langen Straßen. Wobei, wirklich lange sind nicht, wenn man jetzt, wenn ich jetzt bedenke, wie es bei Staffel 3 war und bei Staffel 3 Loaded sein wird. Da haben wir ja oben Kanada und so weiter und den haben wir eigentlich komplett Amerika. Das waren ja auch schon Strecken, du, das ist das. Oh. Die war schon sehr zeitintensiv. Schon ein bisschen lang. Wahrscheinlicherweise. Gerade in der Nähe von Karlsbad. Kann das sein, dass wir noch zu den Steep Grades kommen? Da wird es richtig spaßig. Dann beginnt der Spaß so richtig. Weil wenn wir einen eigenen Truck haben und den dann auch voll getuned haben, dann sind ja solche Sachen auch gar kein Problem mehr. Bärenberg, okay. Hat man das Gefühl, dass man gar nicht so wirklich schnell vorankommt, auch wenn man ja eigentlich auch schon relativ fix unterwegs ist. Oh. Gar nicht wirklich gesehen. Auch schön diese Weiden hier. Also. Der Windpunkt ist echt, finde ich ist nice. Also, so ein bisschen so ein kleiner Lichtblick oder kleine Oase, so schön den ganzen kargen Berg gucken.
stimmt, die ganzen Waren, ganz vergessen. Da war ja was. Ich bin mir jetzt auch gerade Frage, ob es so eine Traffic-Mod gibt, die in größeren Städten oder um größere Städten rum die Anzahl der KI so gesehen erhöht. Also wo man halt so ein Verhältnis hat, dass es halt in größeren Ballungszentren, dass es dort eine... Oh, stoppen, ganz vergessen, nevermind. Eigentlich wollte ich stoppen, aber hab dann irgendwie vergessen, vielleicht abzubremsen. Wodurch es halt in Ballungszentren halt ein verstärktes Verkehrsaufkommen gibt, aber halt je ländlicher es wird, so gesehen, desto weniger Verkehr ist dann dort. Also so wie es ja in der Regel halt doch schon in Amerika ist. Also in Amerika und Kanada, Westamerika, zählt für mich jetzt gerade in diesem Fall dazu. Ein Zug. Hatte ich nicht längere Züge sogar drin als Mod? Oder war das in Staffel 1? Gar natürlich auch in Staffel 1 gewesen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, da war es gewesen. Ich nehme übrigens gerade einfach nur. Ach, ich nehme, genau. Ich streame gerade, ohne dass ich jetzt das Spiel selber auf niedrige Priorität gesetzt habe. Was ich sonst immer gemacht habe, weil es halt irgendwie immer ein bisschen laggy war, aber es gab da irgendwie ein paar Updates und Bugfixes von OBS Studio. Und lieber damit. Das war ein bisschen dicht, Kollege. Was halt unter anderem. Also ich glaube, das war nicht im Hotfix-Update, sondern im Update davor. Das sollte halt den Lag reduzieren von Spielen. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ob das auf Aufnahmen bezogen war. Ich meine, es war auf Aufnahmen bezogen, aber ich dachte, probieren wir es einfach mal ohne so. Ne? Die paar Folgen werden wahrscheinlich so, lass mich lügen, wir machen ja so knapp 2 Stunden jetzt nur. Sprich, es werden wahrscheinlich so 4-5 Folgen werden. Dann kann man halt das mal irgendwie gleich machen. Also wenn es halt leckt, dann wenn es halt zu sehr komisch ist, im Gegensatz zu anderen Streamaufnahmen, dann war immer noch die Möglichkeit danach im nächsten Stream einfach mal was anderes zu machen. So direkt so früh war. Perfekt. Keiner kann uns entgegenkommen. Und wie zu erwarten war es dieser Spot. Perfekt.
What? Wo war da jetzt der Unterschied? So, und jetzt mache ich meinen 5,5 Stunden, 47,5 Gallon, insgesamt 6.920 Dollar und 390 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir gehen direkt auf Gefahren. Gut, wir machen das genauso wie im anderen Fall auch, sprich immer eine Spalte